Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Destiny. Wir sind jetzt hier im Turm, wo wir einiges unterwegs zu tun haben, sage ich einmal. Alter. Nicht genug Platz. Na gut, wurscht. Servus. Was hast du da für mich? Ja, solche Sachen müssen auch sein. Habe ich normalerweise immer am Ende der Mission gemacht. Versprich mir, dass du gut darauf Acht gibst. Oligarch. Pass auf dich auf. Nur habe ich es eben vergessen, darum werden wir jetzt herkommen. Und dann auch noch zum Riff schauen. Sag mir, Merin. Das hat. Was brauchst du? Ich wusste, du würdest dich darum kümmern. Na gut. Pass auf dich auf, ja? So, jetzt haben wir auch die Mission vom Garten freigeschalten. Wieder zu Hause. Jetzt werden wir aber noch, wie gesagt, zum Riff fliegen und dann legen wir mit der Mission los, die ich mir schon überlegt habe. Oder wisst ihr was, das können wir auch am Ende machen, zum Riff fliegen. Wir werden hier jetzt einmal das Erwachen spielen, zum Grota-Tempel fliegen und es beenden. Sechs von uns begaben sich hinunter in den Abgrund. Ich war überheblich genug zu glauben, dass wir Crota besiegen könnten. Aber die Schar hat sich seine Seele geschnappt, bevor wir ihn zerstören konnten. Und dann war nur noch Verderben um uns herum. Wir haben versagt. Du darfst nicht versagen. Zerstöre Crotas Seele. Nichts leichter ist das, ne? Wir nannten das, wo wir Crota zum ersten Mal sahen, einen Tempel. Geh, finde ihn und mache den Tempel zu seinem Grab. Na gut. Das wird sicher weiter zum Laufen sein, deswegen fahren wir hin. Für was haben wir das Gefährt? Oh, aber sehr. Wir versteckten uns in der alten Mondbasis dort vorne und warteten auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen. Wir waren mutig, aber wir waren nicht bereit dafür. Das haben wir ja schon. Oh. Der Captain. Das war mein Captain. Alter, nicht dein Ernst. Hast du Leute, die auf den Samstag fahren? Überhaupt noch, wenn ich ein Let's Play mache. Kommen wir da rein in die Höhle? Ja! Alter. Nein, kann man nicht. Vielleicht da entlang.
Nur wenige von uns haben es über die Schlucht geschafft. Die Felsen rissen auf. Die Schar lauerte in einem Hinterhalt. Für diejenigen, die es hineinschafften, war es schlimmer. Bleib am Leben. Ja, das ist geil. Bleib am Leben. Oh, die Waffe ist geil. Wenn man damit trifft, ist die Waffe geil. Damit die Waffe geht die Hexe geil so ein bisschen. So, wir gehen einmal abwärts. Mit der Waffe ist der Ritt Uhren niederzumachen. Bist du deppert? Yes. Richtig haarig wird es, wenn steht. Ich kenne dieses Geräusch. Beeil dich! Oh. Dass der Einstieg Arsch ist. Oh, oh. Oh, keine Munition mehr. Gut, Schrot ist alle.
Hota. Das Ritual hat begonnen. Oh. Oder? Bam. So, lachen wir weiter. Spannend bis jetzt. Da sind wir falsch. So, hier geht's weiter. So, können Sie mal aufmunitioniert. Alter, dunkle Gänge. Ja, auf das habe ich schon gewartet. Finde die Erwecker. Halte sie auf. Oh nein.
Sie erwecken seine Seele. Oh! Auch nicht schlechtes Level. Gut, da darf man nicht durchgehen. Geht auch gerne mit drauf zurück. Kota, sie erwecken ihn. Auf die darf man nicht hinhauen, die explodieren. Eieieiei. Oh.
Kristall. Zerstöre ihn. Oh ja. Oh Mann. So, Kota muss rein. Oh Mann, oh. Kotas Seele wurde verbannt. Du hast mir Vergeltung geschenkt. Ich danke dir. Und selbst wenn sie es noch nicht wissen, auch die Stadt dankt dir. Nöp, gerne. Gut, Leute. Geht es noch zum Orbit? Wie versprochen, fliegen wir jetzt noch zum Riff. Schauen, was uns dort für Missionen noch erwarten. Ja, der etwas angenehmere Ladebalken, finde ich, ist es, wenn man hier das Raumschiff sieht, sage ich mal. Verschiedene Sachen, Poststelle. Bereit. Interaktion aufgelöst. Turm öffnet Paris-Beutezug. Bildauflösung jetzt. Nimm mir Waffe. Na gut, machen wir da gleich mal das Upgrade. Zu viele Primärwaffen. Können wir mal innen spielen? Okay, wo ist da der Unterschied? So, jetzt können wir uns das abholen. Willkommen. Servus. Interaktion aufgelöst. Auf Wiedersehen, Hüter. Servus. Viel Glück bei der Jagd.
Das ist ein Clever. Zu deinen Diensten, Hüter. Das kann ich nicht billig hergeben. Ist das alles? So. Erzähl mir von deinem. Skolas lässt sich nicht so leicht einfangen. Schweigende Reißer, Meisterassassinen. Folge ihrem Geruch zur Erde. Du bist ein Freund von Vernichtung. Gut, neue Missionen aufgerissen. Da auch noch. Wir haben es mit den schweigenden Reißern zu tun? Ha, darauf habe ich gewartet. Ich habe den Reißern zuvor gegenübergestanden, Hüter. Sie sind zäh. Doch wir sind zäher. Packen wir es an. Zurück zu den Sternen. Gut, das war's mit der heutigen Folge Destiny. Was ist das für ein Automat? Machen wir halt einmal. Na gut. Ich bin der Fun Gamer, das war Destiny, macht's das gut, bis dann und ciao.